Hallo, wir befinden uns hier im Fidschi-Seminarraum und heute wird diese Wand, da hängt eigentlich der Fernseher hier, kreativ gestaltet von der Firma Adex und da kommt eine Betonoptik drauf und zwar, das sieht man hier, das Ganze nennt sich Adex Pandomo Wall und wir nehmen den Farbton W3, das ist ein fertig gemischter Farbton, der eine Betonoptik darstellt und das Ganze werden wir jetzt mal beobachten. Moin, Marc Schäfer ist mein Name von der Firma Adex. Wir sind heute bei Fidschi Farben und werden hinter uns die Wand spachteln mit Pandomo W3 und habe meinen Kollegen noch mit mir. Vielleicht würdest du dich selber mal vorstellen. Ja, Frank Schnieders, auch von der Adex GmbH, seit 23 Jahren Malermeister bei der Adex. Ich werde die Wand also spachteln. Das Produkt nennt sich Pandomo W3, ist ein zementärer Dekorspachtel. Ja, und wir werden das gleich mal machen. Das ist ein 5 Kilo Beutel Pandomo W3. Der wird jetzt in 2,5 Liter Wasser angerührt, also 50% Wasser. Das Ganze wird mit einem kräftigen Rührwerk angerührt. Wichtig ist beim Rühren, dass man sauber rührt, dass also keine trockenen Klumpen oder Pulverreste im Eimer bleiben. So, das Körnig ist dann gleich weg. Genau. Ja, wir zeigen jetzt einmal nach der Reifezeit. Sieht das jetzt so aus. Nach der Reifezeit wird das Material jetzt noch mal kräftig durchgeschlagen, damit die Kunststoffe, die sich jetzt durchs Wasser aufgeschlossen haben, wieder mit dem Material verbinden. So, wenn wir uns das Material jetzt anschauen, das Körnige ist weg. Worauf muss man beim Spachteln achten eigentlich? Das Material wird jetzt zweilagig aufgespachtelt. Beim ersten Mal hauchdünn. Der Untergrund darf auch sogar ein bisschen drunter her scheinen. Ich spachtel das Ganze jetzt mit einer normalen Kelle einmal vor und ziehe das anschließend mit einem großen Schwert nochmal ab. Wie lange ist denn die Trocknungszeit der Spachtelmasse? Die Masse kann jetzt ungefähr eine halbe Stunde verarbeitet werden. Und dann muss sie circa eine Stunde trocknen, bis ich die zweite Schicht auftragen kann. Was hat das für einen Zweck? Dadurch, dass ich jetzt die Wand halt beim ersten Mal noch nicht richtig abdecke, spachtel ich jetzt dann beim zweiten Mal deckend. Was hebt denn die Adex Pandomo W3 von anderen Spachtelmassen ab? Die meisten Gestaltungsspachtel sind eher auf Kalkbasis oder auf Dispersionsbasis. Unsere Masse ist zementär. Welche Anwendungsbereiche sind für die Adex Pandomo W3 denn so üblich? Trockener Wandinnenbereich. Trockener Wandinnenbereich? Genau. Warum kann man die Pandomo W3 denn nicht draußen benutzen? Weil die Kunststoffe, die in dem Material sind, nicht wasserfest sind. Der erste Sack ist leer. Wir sehen, wir schaffen ca. 5 bis 6 Quadratmeter bei dem Schichtauftrag. Wenn man das Ganze also jetzt hochrechnet, kann man ungefähr sagen, wir brauchen für beide Schichten, für komplett gestaltete Wand, ca. 1 Kilo Material pro Quadratmeter. Die Masse braucht jetzt ca. eine Stunde, um anzuziehen und dann kann ich die zweite Schicht draufziehen. Die erste Schicht ist jetzt drauf, das ist quasi die Vorspachtelung. Jetzt werden wir gleich die zweite Schicht spachteln. Kann jeder diese Spachteltechnik zu Hause nachmachen? Ja, theoretisch schon. Sollte natürlich schon handwerklich begabt sein, der Kollege, der das macht. Und was wir nachher brauchen, da kommen wir später zu, ist eben auch eine gewisse Maschinentechnik zum Polieren der Oberflächen. Das ist also schon Standard, was man haben müsste. Wir bei Adex arbeiten im Regelfall mit dem Profi zusammen. Neuer Tag, neue Gesichter. Ich bin hier mit dem Anwendungstechniker Bernd Lukai. Wir werden heute Pandomo W3 den letzten Schliff geben. Wir haben die Nacht drüber gewartet und jetzt legen wir los. Und zwar habe ich natürlich verschiedene Werkzeuge mit dabei. Wir fangen an mit dem Handschleifer. Und mit dem Handschleifer werde ich zuerst die Kanten, die Ecken bearbeiten, um nachher dann mit dem Exzenterschleifer die Fläche zu polieren. Und auch hier. Nach Möglichkeit schon die kreisende Bewegung machen, die nachher natürlich auch die elektrische Maschine machen wird, damit man sich da das Gesamtbild nachher mit dem Rahmen nicht zerstört. Kann man zu feste schleifen?
Zu feste ist an sich eher schwierig, weil das Material doch eine ziemlich hohe Festigkeit, innere Festigkeit, eine große Härte hat. Was man machen kann, ist natürlich mit falschen Bewegungen, mit dem falschen Schleifmittel, Riefen reinschleifen. So, wie geht's jetzt weiter? Ja, wir haben jetzt mit dem Handschleifer die Kanten und Ecken ein bisschen vorgearbeitet, sodass wir gleich nicht so nah an die Ränder heran müssen mit der Maschine. Ihr seht hier drauf, die Maschinen haben eine Zahl oben drauf stehen, oder die meisten sogar, oder eben in der Beschreibung, was sie für einen Hub haben. So kann man natürlich auch damit arbeiten, dass man nicht zu nah an die Kanten, an die Ecken drankommt oder eben wie hier an die Aufhängung vom Fernseher, sodass man sich, wie gesagt, den Teller und das Schleifmittel nicht zerstört. Um es natürlicher zu halten, nehmen wir unser Pandomo SL, unser Steinöl. Das hat einfach den Hintergrund, dadurch wird das Material seidenglänzend. Okay. Und nicht hochglänzend und hat dadurch einfach einen schöneren Charakter. Zum Auftragen des Steinöls auf den Untergrund habe ich mir einfach meinen Handschwamm in kleine Teile geschnitten. Und jetzt fällt es mir natürlich einfach leichter, mit diesem Handschwamm das Material aufzunehmen und dann an die Wand zu geben. Deswegen hier bitte immer von unten nach oben, dann kann euch das nicht passieren. Denn wenn ihr unten geölt habt und es tropft dann, ist die Fläche schon versiegelt und es läuft einfach nur runter. Du meinst ja am Anfang, ist es wasserabweisend. Wie genau meinst du das eigentlich? Ja, wasserabweisend bedeutet in diesem Falle, es ist also nicht wasserdicht, sodass ihr es auch in der Dusche einsetzen könntet mit diesem Öl, sondern es ist im Prinzip eine stärkere Imprägnierung. Das kann man am besten so zeigen. Ich habe das ja gerade erst eingepflegt, aber schon nach kürzester Zeit, das kann man ja schön sehen, ist es so imprägniert über das Steinöl, dass das Wasser abperlt. Trotzdem empfehle ich jedem, wenn so etwas passiert, trotzdem mal einen Lappen dabei zu nehmen und einfach das überschüssige Material oder das Wasser hier zu entfernen. Denn schlechtestenfalls könnte es vielleicht doch nachher ein bisschen zu sehen sein und das möchte man ja nicht. Und so kann das wieder vernünftig abtrocknen, ist dann nur auch oberflächlich und so gibt es nachher dann auch keine Irritation in der Fläche. Ja, danke, dass wir hier sein durften, liebes Team von Fidschi Farben. Wir sind fertig mit der Wand und sehen uns das nächste Mal. Ciao. So, hier bin ich wieder. Vielen Dank nochmal an die Firma Adex für die tolle Ausführung. Ist wirklich super geworden. Man sieht hier dieses Changierende zwischen den hellen und dunklen Stellen. Dass das Ganze mit einem großen Flächenrakel ausgeführt wurde, gibt eine gewisse Wolkigkeit. Also sieht wirklich top aus. Optik und auch die Haptik, alles super. Nun können wir unseren Meetingraum wieder nutzen. Alle in diesem Video verwendeten Produkte sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hoffe, dieses aufwendige Anwendungsvideo hat euch gefallen und konnte euch weiterhelfen. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und den Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Euer Carsten vom Fidschi Farben.